Wir sind in Husum. Hier legen angehende Soldatinnen und Soldaten ihr Gelöbnis ab, um auf Zeit bei der Bundeswehr zu dienen. Sprechen Sie mir nun gemeinsam nach. Der Bundesrepublik Deutschland. Der Bundesrepublik Deutschland. Treu zu dienen. Treu zu dienen. Seitdem die Wehrpflicht 2011 ausgesetzt wurde, tun das immer weniger Menschen. Die Bundeswehr hat ein Personalproblem. Deswegen soll sie sich öffnen, soll besser die Gesellschaft abbilden, heißt mehr Frauen, mehr queere Menschen, mehr Menschen mit Migrationshintergrund. Ich bin Julian und ich möchte mir heute ansehen, wie diese Truppe in Husum aufgestellt ist. Denn ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen. Ich sehe auch hier vor allem viele Männer. Ja, auf den ersten Blick wirkt die Bundeswehr auf mich immer noch wie ein Männerverein, der eben auch ein paar Frauen duldet. Er sieht das anders. Hans-Martin Gieseler, Oberst und Kommandeur der Rekrutinnen und Rekruten, ist überzeugt, in der Bundeswehr gäbe es im Durchschnitt weniger Diskriminierung als bei anderen Arbeitgebern. Nein, ich würde sagen, es ist weniger. Es ist tatsächlich weniger. Wir haben bei uns in der Kaserne also wirklich jede Form von sexueller Ausrichtung, auch offen ausgelebt. Jeder weiß es. Wir haben unterschiedlichste Herkünfte aus ganz Deutschland. Wir haben, glaube ich, auch keine Glaubensrichtung, die nicht vertreten wäre. Also von daher, das funktioniert bei uns. Ja. Und ich glaube, besser als in anderen Organisationen. Weniger Diskriminierung in der Bundeswehr als im übrigen Teil der Gesellschaft also? Wie stehst du dazu? Schreib das gerne in die Kommentare. Für diesen Film möchte ich wissen, wie divers die Bundeswehr wirklich ist. Dafür spreche ich mit Soldatinnen und Soldaten, ich durchforste Wehrberichte, Archive und soziale Netzwerke, um einen Einblick in den Alltag der Bundeswehr zu bekommen. Und ich bekomme sogar eine exklusive interne Studie zugespielt, die mich auf eine ganz neue Fährte bringt. Die Bundeswehr versucht, ihr Image aufzubessern. Am 1. Juli 2022 hieß die damalige Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht die Regenbogenflagge, als ein Zeichen der Wiedergutmachung. Denn noch bis ins Jahr 2000 wurden zum Beispiel offen homosexuelle Soldaten institutionell diskriminiert. Sie galten als Sicherheitsrisiko. Und eine aufsteigende Karriere wurde ihnen systematisch verwehrt. Die Flagge vor dem Verteidigungsministerium, auch ein Symbol dafür, was die Bundeswehr sein will. Eine bunte Bundeswehr. Auf der Homepage wirkt sie damit, vielfältiger geworden zu sein. Unabhängig von Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion, Geschlecht oder Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität sollen alle Beschäftigten eine gleiche Wertschätzung und Förderung erfahren. Und besonders die Zahl der Frauen sei gestiegen, sagt die Bundeswehr. Auf YouTube veröffentlicht sie Werbevideos wie diese, in denen Soldatinnen schildern, wie sie sich als Frauen bei der Bundeswehr fühlen. Nicht nur die poppige Musik soll gute Laune machen, durchweg alle in diesem Video scheinen überzeugt. Also ich fühle mich auf jeden Fall gleichberechtigt, wie auch schon gesagt. Wir müssen genau dasselbe leisten hier, wir müssen genau gleich schießen. Auch als Frau muss ich dieselben Anforderungen erbringen, wie jeder Mann es auch tun muss. Und generell für meinen Dienstbetrieb fühle ich mich in keinster Weise benachteiligt. Als das Video 2017 veröffentlicht wurde, lag der Anteil der Soldatinnen bei 11,86%. Heute, etwa 6 Jahre später, liegt er bei knapp 13%. So viel hat sich also offenbar nicht getan. Erwecken die Werbevideos vielleicht einen falschen Anschein, indem sie zeigen, dass in der Bundeswehr Frauen gleich behandelt werden? Ich mache mich auf die Suche nach Soldatinnen. Ich möchte mir selbst anhören, wie ihre Erfahrungen sind. Ich frage bei Soldatenverbänden nach und schalte Aufrufe auf Social Media. Mehrere Soldatinnen schildern mir üble Erfahrungen, die sie als Frauen beim Bund gemacht hätten. Doch kaum jemand will darüber offen vor der Kamera reden. Über Instagram finde ich schließlich doch noch eine Frau, die mir von ihren Erlebnissen in der Bundeswehr erzählen möchte. Die Soldatin möchte anonym bleiben. Ich treffe sie in einer Wohnung, die wir für den Dreh angemietet haben. Angefangen hat das in der Grundausbildung bei mir, bei einem sogenannten Hörsaalabend, um sich besser kennenzulernen. Und da habe ich das erste Mal damit zu tun gehabt, dass ich neben einem Ausbilder saß, der dann war auch Alkohol im Spiel und dass dann die Hand auf den Oberschenkel gewandert ist. Sie haben sich ja auch offiziell beschwert bei anderen Vorkommnissen. Das war auch ein Vorgesetzter, der, wo ich gerade neu in die Einheit kam. Und der hatte mich dann alleine da rumgeführt. Und dann hatte er mich währenddessen beiläufig nach meinen Duschgewohnheiten gefragt, ob ich ängstlich bin. Und
ob ich Angst hätte, dass jemand hier reinkommt. Und dann habe ich über die Zeit, je länger ich da war, gemerkt, dass er dann auch schon öfter die Nähe gesucht hat. Und dann ging auch zwischendurch mal die Hand bei mir auf die Schulter oder am Rücken, dass er mich während des Gesprächs dann auch mal so ein bisschen hinten getätschelt oder gestreichelt hat. Und das habe ich halt als sehr unangenehm empfunden. Die Soldatin sagt, sie habe diesen Vorgesetzten direkt konfrontiert. Als er sich zunächst einsichtig gezeigt habe, schien das Problem erledigt. Dann musste ich aber dann zum Chef am nächsten Tag und der hatte dann gesagt, wie ich darauf komme, sowas jemandem zu unterstellen und hat quasi den Spieß umgedreht und mir die Schuld dafür gegeben, dass ich das ja falsch sehen würde. Und O-Ton war, das war jetzt ein Schuss von Bug, Frau so und so. Und dass er hofft, dass mir das jetzt klar ist und dass das auch böse enden könnte. Genau das hat er gesagt. Die Soldatin sagt, oft deckten Vorgesetzte übergriffiges Verhalten in der Hoffnung, dass die Vorfälle keine weiten Kreise ziehen. Sie schilderten mir weitere Vorfälle, bei denen die Soldaten ohne Konsequenzen aus der Sache rausgekommen seien. Nur bei einem Fall sei ein Soldat auch disziplinarisch geahndet worden. Bei einer dienstlichen Veranstaltung habe die Soldatin beim Aufbau der Tische geholfen. Weil eine der Tischdecken zu kurz gewesen sei, habe ein Vorgesetzter Folgendes zu ihr gesagt. Dass ich den Rock ausziehe und dann wir den Rock als fehlende Tischdecke nehmen und ich dann unten ohne bedienen soll. Und dann hat das aber auch ein anderer mitbekommen, auch ein Spieß. Und der hatte dann versucht, den Vorgesetzten oder den Soldaten in Schutz zu nehmen, hat dann gesagt, ja, der hat das nicht so gemeint und es ist ihm jetzt auch aufgefallen, dass das nicht so gut war und ja, dass ich doch da jetzt mal auch mal drüber hinwegsehen soll. Dass dann nichts weiter passiert, dann vielleicht. Ja. Doch diesmal habe sie sich schriftlich bei der Wehrbeauftragten beschwert. Und am Ende hieß es dann, ich sollte dazu Stellung nehmen und dann auch wirklich dann den Namen nennen. Und der Soldat wurde dann auch nochmal vernommen. Und dann ist er auch disziplinarisch geahndet worden. Ich habe die Bundeswehr gefragt, inwiefern sie gegen solche Übergriffe vorgeht. Eine Sprecherin der Bundeswehr schreibt mir, dass jede Form sexueller Übergriffe geahndet und jedem Verdachtsfall nachgegangen werde. Fälle wie diese, in denen Soldatinnen sich offiziell beschweren, werden in den jährlichen Berichten der Wehrbeauftragten veröffentlicht. Um einen Eindruck von solchen Übergriffen zu bekommen, durchforste ich die Berichte der vergangenen 5 Jahre. Da sind eben ganz viele Fälle geschildert, wo es zu Diskriminierung kam, zu sexualisierten Übergriffen, Beleidigungen. Geht auch um Rassismus, um Queerfeindlichkeit, um Sexismus. Also hier zum Beispiel habe ich mir was markiert. So klagte eine Soldatin darüber, dass ihr Vorgesetzter sie als geldgeile Schlampe, Fotze und Bataillonsmoped tituliert habe. Das hier finde ich besonders krass. Eine Soldatin schilderte, dass sie von einem Kameraden via WhatsApp dazu eingeladen worden war, ihren pH-Wert von ihm messen zu lassen. Und sinnierte darüber, welchen pH-Wert eine Vagina haben würde. Auch habe er gesungen, wer nicht dran leckt, weiß nicht, wie es schmeckt. Hier auch. Gegen ihren Willen zeigte ein Soldat einer Kameradin im Beisein weiterer Soldaten Sequenzen eines Videos seiner masturbierenden Ehefrau sowie ein Foto seines erigierten Penises. Solche Vorfälle bekommt mit, wer sich die Mühe macht, die Wehrberichte durchzulesen. Online vermittelt die Bundeswehr selbst ein anderes Bild. In der YouTube-Serie Die Rekrutinnen auf dem Kanal Bundeswehr Exclusive sieht man taffe Frauen an vorderster Front. Männer scheinen hier nur Staffage einer weiblich geprägten Bundeswehr zu sein. Ich will wissen, wie es wirklich in der Bundeswehr zugeht, recherchiere weiter und stoße auf den Fall einer weiteren Soldatin. Wir nennen sie Magda. Sie möchte auch nicht offen vor die Kamera. Auch sie erzählt mir von sexistischer Diskriminierung. Sie werde vor allem seit ihrer Schwangerschaft benachteiligt und ausgegrenzt. Hallo. Ich wurde immer nur belächelt, als ich gesagt habe, ich möchte jetzt in die Familienplanung gehen. Und dann fingen eigentlich erst die Probleme an, weil ich besetze ja dann einen Dienstposten und ich bin ja dann in Elternzeit und dann fehle ich ja und es gibt auch keinen Vertreter. Und ja, also wollte man mich relativ zügig eigentlich loswerden. Also man hat ihnen dann nahegelegt, irgendwie ihren Posten aufzugeben oder wie darf ich das verstehen? Dann hieß es, ja okay, wenn du in Mutterschutz bist, dann gehst du ja danach in Elternzeit. Und wenn man eine gewisse Zeit in Elternzeit ist, da gibt es eine Vorschrift für, da hat man keinen Anspruch mehr auf seinen Dienstposten. Und da wollten sie anknüpfen, um mich zu ersetzen. Ich
bin aber nicht in Elternzeit gegangen und dementsprechend konnte ich nicht von diesem Dienstposten runter. Okay, gehen da Ihre KameradInnen anders seitdem mit Ihnen um? Ja, in gewissen Abteilungen werde ich gar nicht mehr gegrüßt. Hinterm Rücken wird immer gelästert, das ist überall so. Da bin ich bis heute die, die ja nie da ist aufgrund von Homeoffice. Bei uns ist es so, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, da sind wir ganz weit von entfernt, ganz weit weg. Man möchte eher wieder dahin gehen, dass man alles auf 100% setzt. Also am besten keine Teilzeit, keine Homeoffice-Zeit. Das betrifft natürlich immer die, die keine Kinder haben. Beide Soldatinnen erzählen mir, sie hätten erlebt, dass Beurteilungen, Beförderungen und der Umgang mit Beschwerden oft vom Wohlwollen eines einzigen direkten Vorgesetzten abhängig seien. Daher wollte zunächst kaum jemand vor die Kamera. Nicht einmal anonym. Zu groß sei die Angst, erkannt zu werden. Ich habe die Bundeswehr um Stellungnahme gebeten. Was sagt sie zu den Vorwürfen von Martha? Eine Sprecherin schreibt mir, die Bundeswehr habe klare Ziele für die Beseitigung von Nachteilen für Frauen definiert. Stärkere Sensibilisierung von Vorgesetzten für Chancengerechtigkeit und eine diesbezügliche Veränderung der Führungskultur oder eine stärkere Berücksichtigung von Familienpflichten durch flexible Arbeitsmodelle, wo immer dies möglich ist. Martha hat mir anderes berichtet. Soldatinnen wie sie sagen, sie haben Angst vor negativen Konsequenzen. Aus diesem Grund wollte auch ein weiterer Soldat nicht vor die Kamera treten. Er erwähnte aber, dass es eine interne Studie gibt, die das Diskriminierungsproblem mit Zahlen belege. Die Studie heißt Bund in der Bundeswehr und wurde vom Bundesverteidigungsministerium in Auftrag gegeben. Nach unseren Informationen wurde die Studie 2019 durchgeführt und ein Jahr später fertiggestellt. Allerdings, so heißt es in der Studie, nur für den Dienstgebrauch. Bereits im Mai 2020 wollte die FDP in einer kleinen Anfrage von der damaligen Bundesregierung wissen, wann die Studie veröffentlicht wird. Im Juni hieß es, die Ergebnisse würden noch ausgewertet und dann im gleichen Jahr veröffentlicht werden. Doch nichts geschah. Die Wehrbeauftragte Eva Högel kritisierte in ihrem Wehrbericht 2020, es sei bedauerlich und nicht nachvollziehbar, dass die Studie noch immer nicht veröffentlicht sei. Am 11. Mai 2021 versuchte die Plattform Frag den Staat mit Hilfe des Informationsfreiheitsgesetzes an die Studie zu kommen. Das Ministerium antwortete damals: Die Studie befindet sich derzeit noch in der Erstellung und wurde durch Frau Bundesministerin noch nicht gebilligt. Nach meinen Informationen war die Studie aber schon ein Jahr zuvor fertig. Dann, im Mai 2022, veröffentlichte das Verteidigungsministerium einige Ergebnisse zusammengefasst auf rund 30 Seiten in einer Broschüre. Dort heißt es, in der Bundeswehr herrsche ein faires und gutes Inklusionsklima. Doch Frauen sowie Menschen mit Behinderung erlebten in der Bundeswehr im Durchschnitt häufiger Diskriminierung als bei anderen Arbeitgebern. Wie viel häufiger? Das verrät die Broschüre nicht. Warum will die Bundeswehr die Studie nicht komplett veröffentlichen? Nach vielen Gesprächen und langem Warten lässt mein Informant mir die Studie zukommen. Exklusiv. Wir lesen uns die 111 Seiten durch und vergleichen die Zahlen in der Studie mit denen der Broschüre. Schaut man genauer in die Studie, ergibt sich ein differenzierteres Bild. Das erklärte Ziel dieser Studie war es, den Status quo der 6 sogenannten Vielfaltsgruppen herauszufinden. Und diese wurden definiert als Geschlecht, Alter, Behinderung, Religion und Weltanschauung, ethnische, kulturelle Zugehörigkeit und Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung. Die Ergebnisse zeigen, dass Frauen öfter Diskriminierung erfahren als Männer. Die Erlebnisse der beiden Soldatinnen, mit denen ich gesprochen habe, sind also nur 2 von vielen. Hier haben 21,1% aller Frauen in der Bundeswehr angegeben, dass sie innerhalb der letzten 24 Monate mindestens einmal aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert oder benachteiligt worden sind. Und was ich hier besonders heftig finde, ist eben, dass das ist knapp 3-mal so hoch wie im bundesdeutschen Durchschnitt. In der öffentlichen Kurzfassung heißt es hingegen, dass der Prozentsatz von Frauen, die im Arbeitskontext diskriminiert wurden, gegenüber dem deutschen Durchschnitt nur gering erhöht sei. Hier geht es auch weiter. Hier sind andere Zahlen, hier, also Altersdiskriminierung oder aufgrund von ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität. All diese Zahlen sind in der Bundeswehr höher wie im bundesdeutschen Durchschnitt. Es gibt so ein paar Ausnahmen, aber das finde ich eigentlich schon sehr bezeichnend. So ist auch die Diskriminierungserfahrung von Menschen mit Behinderung im Arbeitskontext mit 24% mehr als doppelt so hoch als der gesamtgesellschaftliche Vergleichswert. Auch hier gibt die veröffentlichte Version die Häufigkeit mit lediglich gering erhöht an.
Diese und andere Vergleichswerte finden sich allerdings nicht in der öffentlich zugänglichen Zusammenfassung der Studie. Interessant fand ich auch diese Zahlen, und zwar hat die Studie auch Stereotype untersucht, also was Bundeswehrangehörige für Ansichten zu bestimmten Dingen haben. Und hier gehen jeweils knapp die Hälfte der Bundeswehrangehörigen davon aus, dass Frauen Vorteile bei der Beförderung haben und besser beurteilt werden. Und das steht ja in krassem Gegenspruch zu dem, was uns die Soldatin am Telefon erzählt hat. Laut Studie geben 12,1% aller nicht-heterosexuellen Befragten an, diskriminiert worden zu sein. Das Risiko, diskriminiert zu werden, liegt hier leicht unter dem bundesdeutschen Durchschnitt. Aber auch hier finde ich Zahlen, die mich zumindest aufhorchen lassen. Zum Beispiel, dass knapp 83% aller bisexuellen Bundeswehrangehörigen nicht offen über ihre Sexualität sprechen. Das ist für mich selbst als queere Person auch immer so ein bisschen ein Warnzeichen, wenn eine Arbeitsatmosphäre irgendwie so verschlossen ist. Ne? Handlungsbedarf besteht laut Studie auch bei den diversen Bundeswehrangehörigen. Hier seien die psychosozialen Faktoren der Arbeit im Vergleich deutlich schlechter. Sie berichteten im starken Maß von schlechteren Entwicklungsmöglichkeiten. Ich habe auch die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högel, gefragt, wie sie die Ergebnisse der Studie bewertet. Sie schreibt: Doch zwischen Anspruch und Wirklichkeit besteht noch eine Lücke. Auch wenn die Studie der Bundeswehr ein faires und gutes Inklusionsklima bescheinigt, ist noch nicht alles gut. Der Frauenanteil sei noch zu gering. Das Bunte in der Bundeswehr müsse selbstverständlicher werden. Weiter schreibt sie, dass es wünschenswert sei, die ganze Studie zu veröffentlichen. Mit diesen Erkenntnissen fahre ich nach Nürnberg. Dort wirbt die Bundeswehr in einem Pop-up-Store, eine Karriere bei ihnen zu beginnen. Ich möchte die Leute vor Ort fragen, wie sie zu verschiedenen sexuellen Orientierungen stehen. Ich habe wochenlang um ein Interview in dem Pop-up-Store gebeten, doch habe keins bekommen. Ich mache den Selbstversuch, gehe mit versteckter Kamera in den Store. Hier gebe ich vor, als queere Person daran interessiert zu sein, Soldat zu werden. Hi, ihr habt ganz normal offen, oder? Ich kann mir das alles angucken. Ja, gerne reingehen. Gerne. Ich spreche mit dem Soldaten über einen möglichen Karrierewechsel und frage ihn direkt nach der Situation queerer Menschen in der Bundeswehr. Bei uns haben wir den Begriff der Kameradschaft. Das steht auch im Soldatengesetz drin. Da gibt's einen extra Paragraphen für. Jeder hilft jedem. 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Völlig egal, ob Männlein, Weiblein, divers, transvestit, ob gelb, schwarz, rot, grün, blau oder katholisch, muslimisch, evangelisch oder Gefreiter oder General. Jeder hilft jedem, wenn er Hilfe braucht. Da gibt's kein "Ich kann den nicht leiden" oder sowas. Das ist ein Gesetz. Ja gut, klar. Also die Gesetzeslage ist immer so das eine. Wer dagegen verstößt, wird halt bestraft. Fertig. Das ist ein Dienstvergehen. Und was habe ich dann da für Möglichkeiten? Gibt's da eine Beschwerdestelle wahrscheinlich? Genau. Wenn du jetzt in einer Einheit bist und du wirst gemobbt, das passiert bei uns auch, dann wird das weitergemeldet. Und dann gibt's halt eine Strafe. Da kommt's drauf an, wie weitreichend das Ganze ist. Und dann kommt man halt zu irgendeinem Konsens. Zum Beispiel, dass der oder diejenige dann die Einheit verlässt. Oder sogar die Bundeswehr. Kommt halt drauf an, wie schwerwiegend das Ganze ist. Es war jetzt ziemlich interessant. Also hat sich ein Soldat sehr viel Zeit für mich genommen, um alle meine Fragen zu beantworten. Ich wollte natürlich wissen, wie ginge es denn mir als queere Menschen in der Truppe, in der Bundeswehr. Und er war sehr darauf bedacht, das sehr positiv darzustellen. Können sich queere Menschen in der Bundeswehr auf die erwähnte Kameradschaft wirklich verlassen? Bei meinen Recherchen stoße ich auf einen prominenten Fall, der durch die Medien gegangen ist. Der Fall des ehemaligen AfD-Politikers Uwe Junge. Laut Wehrbericht soll er als Oberstleutnant zwischen 2014 und 2015 mehrfach eine lesbische Untergebene diskriminiert haben. Bei einem Weihnachtsmarktbesuch sah Junge 2014 an der lesbischen Soldatin herab. Er sagte zu ihr: "Sie können ja sogar wie eine Frau aussehen." 2015 sagte er sinngemäß, Kinder in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften könnten sich nicht bürgerlich konservativ entwickeln und dass es nicht garantiert sei, dass ein so großgezogener Sohn einmal selbst eine Frau heirate. Im gleichen Jahr fragte er die lesbische Soldatin, wie ihre Kinder eigentlich entstanden seien und ob sie diese selbst ausgetragen habe. Uwe Junge hat diese und weitere Äußerungen eingeräumt. Dennoch stellte das Truppendienstgericht das Verfahren in seinem Urteil ein und begründete das damit, dass die Äußerungen von der Meinungsfreiheit gedeckt, keine oder nur fahrlässige Pflichtverletzungen seien. Die Berufung gegen das Urteil wurde zurückgewiesen. Uwe Junge wollte uns kein Interview geben. Er schreibt dazu, der Fall sei politisch motiviert gewesen.
Junge trat damals für die AfD an, die Soldatin für die Freien Wähler. Inzwischen ist er pensioniert und aus der AfD ausgetreten. Ein weiterer Blick in die Berichte der Wehrbeauftragten zeigt, dass Herabwürdigungen von queeren Menschen auch in jüngerer Vergangenheit noch vorkommen. So sei das Wort Schwuchtel ihm gegenüber geradezu inflationär gebraucht worden. Allein an diesem Tag sei er auf eine Zahl von 54 gekommen. Der Kamerad äußerte, er sei, als er mit einem blauen Fleck am Hals zum Dienst erschien, von seinem Vorgesetzten vor Kameraden mit der Bemerkung begrüßt worden: Ich wusste gar nicht, dass Schwule so gut küssen können. Der Soldat ist heterosexuell. Ich möchte hinter die Zahlen blicken und mit queeren Mitgliedern der Bundeswehr selbst über ihre Erfahrungen sprechen. Mit vielen führe ich Hintergrundgespräche. Doch vor der Kamera will kaum jemand mit mir sprechen. Dann finde ich einen homosexuellen Soldaten, der offen vor der Kamera mit mir reden möchte. Er heißt Markus Marx und wir sind zum Spazieren verabredet. Marx sagt, er sei mehrfach homophob beleidigt worden. Nach langem Überlegen will er nun offen darüber reden. Er möchte der Diskriminierung, die, wie er sagt, in deutschen Behörden täglich stattfinde, ein Gesicht geben. Ich bin jetzt seit 12 Jahren Soldat und seit 6 Jahren gehe ich auch offen damit um, dass ich mit einem Mann verheiratet bin. Und dort, wo ich jetzt meinen Dienst verrichte, arbeite ich halt auch mit also externen Behörden zusammen, also die nicht der Bundeswehr angehören. Und dort war es anscheinend einem Mitarbeiter nicht ganz klar, der das dementsprechend dann mitbekommen hat irgendwann mal der ganzen Sache nicht so offen gegenüberstand. Also es war nicht nur eine Beleidigung, es war kontinuierlich über den ganzen Nachmittag, kamen immer wieder Äußerungen, wie sowas wie euch nennt man 175er. Wenn ich dich jetzt wieder sehe, dann muss ich ja jetzt anfangen mit dem Rücken zur Wand gehen. Oder was guckst du mich jetzt so an? Stehst du jetzt einfach auf mich oder was soll das? 175er. Damit meine der Mitarbeiter den mittlerweile gestrichenen Paragraphen 175 des Strafgesetzbuches, der seit dem Kaiserreich bis ins Jahr 1994 Homosexualität verboten und die Verfolgung Homosexueller ermöglicht hatte. Markus Marx habe die Vorfälle seinem Vorgesetzten gemeldet. Weil der Mitarbeiter, der ihn beleidigt habe, allerdings bei einer anderen öffentlichen Behörde arbeitete und nicht als Soldat bei der Bundeswehr selbst, habe man nur begrenzt gegen ihn vorgehen können. Die Bundeswehr hat halt für ihren Weg, also für das, was sie jetzt Regularien hat, haben sie alles getan. Im Endeffekt hätte man mehr machen können. Das Problem war halt, behördenübergreifend kann man halt nicht viel machen, das war das Problem. Dementsprechend, mein Chef hatte mir als Beispiel noch genannt, wenn es jetzt ein anderer Soldat gewesen wäre, wäre die Sache anders ausgegangen. Da hätte er wahrscheinlich dann seine Uniform verlieren können für solche Äußerungen. Wäre er also ein direkter Kamerad, hätte man den Mann aufgrund seiner Äußerungen härter bestrafen können. So habe es der Vorgesetzte Marx gesagt. Doch dann fiel eine Entscheidung, die den Soldaten enttäuscht hat. Nach den Schlichtungsversuchen zwischen Marx und dem Mann habe die Bundeswehr den Mann, der früher schon als Reservist gedient hatte, wieder als solchen eingestellt, obwohl seine Aussagen gegenüber Marx der Bundeswehr bekannt gewesen sein sollen und der Mann dafür sogar eine Geldstrafe habe zahlen müssen. Und das war für mich schon perfide bei der ganzen Klamotte, wo ich gesagt habe, okay, da sehe ich eigentlich den Systemfehler hinter. Man sagt auf der einen Seite mir, man kann ihn nicht greifen und auf der anderen Seite kommt er als Reservedienstleister in die Bundeswehr. Die Antidiskriminierungsstelle könne beispielsweise nicht helfen, wenn es um Verstöße von Mitarbeitern einer anderen Behörde geht. Nach mehreren gescheiterten Schlichtungsversuchen zwischen Marx und dem Mitarbeiter habe die Bundeswehr ihm angeboten, sich in eine andere Dienststelle versetzen zu lassen. Wobei ich dann gesagt habe, warum soll ich mich als Opfer, wenn ich mich denn da schon mal wehre, wenn ich schon mal sage, okay, ich gehe jetzt mal gegen diese gesprochenen Worte an, und ignoriere sie nicht, dass ich dann auch noch dafür quasi woanders hingehen muss, damit ich aus der Situation rauskomme. Und da habe ich dann gesagt, nee, diesmal ziehst du das eisern durch. Das Thema ist jetzt erledigt für alle. Alle gehen wieder ihrer Arbeit nach und ich, derjenige, der da das Gebäude betritt, trifft halt immer wieder diesen Menschen, was für mich nie wirklich geklärt ist. Er hat außer dieser Geldstrafe, die er zahlen musste, keinerlei Konsequenzen aus der ganzen Klamotte. Kann ganz normal seinem Beruf nachgehen, macht da seine Späße bei der Arbeit, während ich an meinem Arbeitsplatz sitze und seine Stimme höre und mir immer nur diesen Tag wieder vor Augen rufe. Damit muss ich jetzt so lange leben, wie ich dort bin. Er hätte sich mehr Unterstützung von der Bundeswehr erhofft. Markus Marx muss weiter mit einem Kollegen zusammenarbeiten, der aus seiner Homophobie keinen Hehl gemacht habe.
Frauen und queere Menschen, aber auch Menschen mit Behinderungen sind in der Bundeswehr immer noch Diskriminierung ausgesetzt. Das haben mir die Gespräche mit Marx, aber auch den beiden Soldatinnen gezeigt. Und das bestätigt auch die interne Studie, die mir zugespielt wurde. All das, obwohl die Bundeswehr für Toleranz und Vielfalt wirbt. Ich bitte die Bundeswehr und das Bundesverteidigungsministerium um ein Interview. Niemand möchte vor der Kamera mit mir über Diskriminierung in der Bundeswehr sprechen. Die Pressestelle des Personalmanagements der Bundeswehr in Köln beantwortet unsere Fragen schriftlich. Ich möchte von der Bundeswehr wissen, warum sie die gesamte Studie Bund in der Bundeswehr aus dem Jahre 2020 noch nicht veröffentlicht hat. Und wieso sie eine dreimal so häufige Diskriminierung von Frauen in der öffentlichen Broschüre als nur gering erhöht einstuft. Die Bundeswehr teilt mit, insgesamt bestätige die Studie faire Verhältnisse in der gesamten Bundeswehr. Sie verweist auf das Berechnungsverfahren der Studie und erklärt, man habe auf die Gegenüberstellung von Prozentwerten verzichtet, um Fehlinterpretationen vorzubeugen. Gering erhöht bedeute, dass es durchaus einen statistisch signifikanten Unterschied gebe, der eine Beachtung verdiene. Außerdem schreibt die Pressestelle, dass es ein breites Netzwerk der Hilfe gebe, das dazu diene, eventuelle strukturelle Defizite aufzudecken und gezielte Maßnahmen zu ihrer Vermeidung und Behebung einzuleiten. Die Soldatinnen und Soldaten, mit denen ich gesprochen habe, berichten mir dennoch von vielen Diskriminierungsfällen. Zu ihren Vorwürfen hat sich die Bundeswehr nicht konkret geäußert. Die Bundeswehr gibt sich als eine bunte Truppe. Als ein Arbeitgeber, bei dem es im Durchschnitt weniger Diskriminierung gäbe als bei anderen Arbeitgebern. Die Studie, die uns exklusiv zugespielt wurde, und die meisten Gespräche während meiner Recherche sagen etwas anderes. Wenn es um die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der sexuellen Orientierung oder der körperlichen Fähigkeiten geht, ist die Bundeswehr noch entfernt davon, die Gesellschaft zu spiegeln. Und wirklich schockiert hat mich, dass viele Soldatinnen und Soldaten mir ihre Erfahrungen zwar anvertraut haben, sich aber aus Angst vor negativen Konsequenzen nicht trauten, vor die Kamera zu treten. Und auch intern scheint es schwierig zu sein, Kritik anzubringen. Es stimmt aber auch, dass die Bundeswehr vieles tut, um sich in die richtige Richtung zu entwickeln. Und das hat sie öffentlichem Rechenschaftsdruck, der transparenten Dokumentation von Verfehlungen und nicht zuletzt Menschen zu verdanken, die über ihre Erfahrungen sprechen. Hier gelangt ihr zu unserer letzten Folge über Europas größten Modehändler Zalando, welcher durch Greenwashing-Kampagnen seine Kundinnen und Kunden täuscht. Und hier gelangt ihr zu einem Video von SWR Doku, die 3 Tage lang Rekrutinnen und Rekruten bei der Bundeswehr begleitet haben. Abonniert den Kanal für weitere Folgen von Vollbild.